Ein Hallo an alle Dannover Bürger. Ich möchte dieses neue Format nutzen, um mich persönlich mit einem kleinen Video an euch zu wenden. Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende. Die Energiekrise hat uns alle kalt erwischt, ohne die Ausmaße bisher richtig greifen zu können. Es scheint so, dass uns das kommende Jahr wieder mal lernen lässt, mit anderen Einschränkungen umgehen zu müssen. Die Probleme auf dieser Welt sind wieder zahlreicher und für uns deutlich sichtbarer geworden. Denn dieses Jahr hat uns schmerzlich gezeigt, dass gewaltsame Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen nicht am anderen Ende der Welt stattfinden, sondern bei uns hier in Europa bittere Realität geworden sind. Die vergangenen Jahrzehnte eines friedlichen und verständnisvollen Miteinanders in Europa waren nie eine Selbstverständlichkeit, noch wurden sie uns geschenkt. Sie waren vielmehr das Schicksal einer ganzen Generation. Diese Zeit für uns unter großen Opfern und Entbehrungen zu erkämpfen. Daher sollte es das Unsere sein, zu verteidigen, was uns gegeben wurde und zu ehren, wofür unsere Vorfahren einst ihr Leben gaben. Denn der Frieden ist nur ein Gast in unserem Haus und er bleibt nur so lange, wie er sich geachtet und willkommen fühlt. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, als Dorfgemeinschaft und in unseren Familien und Freundeskreisen zusammenzuhalten und uns gemeinsam zu unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Hände, die geholfen haben, Dannendorf noch ein bisschen schöner zu gestalten. 2022 wurden zwei Projekte deutlich sichtbar. Einmal das Projekt Norma als unser Nahversorger. Nachdem wir Anfang des Jahres die ersten Baustelleneinrichtungen gesehen haben, konnten wir schon im Sommer das Richtfest feiern. Und zum Ende des Jahres, noch deutlich vor Weihnachten, die Einweihung, sodass alle Dannendorfer Bürger dort einkaufen können. Auch nicht nur Dannendorfer Bürger, sondern auch das Umland ist herzlich willkommen. Als zweites Projekt gibt es das Thema Glasfaser für jeden Privathaushalt. Dies ist ein sehr wichtiges Projekt, was nicht nur Dannendorf, sondern halt auch einigen Orten der Gesamtgemeinde endlich Realität werden konnte. Wir werden dieses Jahr noch die Tiefbauarbeiten weiter vorantreiben und im nächsten Jahr wird es dann hoffentlich heißen, dass die meisten Dannover Bürger mit Lichtgeschwindigkeit surfen können. Ausblicke für die Zukunft sind ganz klar die Straßensanierung, die dieses Jahr aus Grund von Personalmangel in der Samtgemeinde nicht richtig vorankommen konnten. Wir haben aber alles dafür getan und haben aus unseren, sage ich mal, Herausforderungen gelernt. Nächstes Jahr mehrere Straßen mit einer Deckschichtsanierung und mit weiteren Baumaßnahmen Dannendorf zu bereichern. Es werden die Straßen am Brande, dann in den Kempen und der Trommelberg saniert werden. So ist der Plan. Und das alles ganz wichtig ohne Kostenbeteiligung der Anwohner. Dieses ist auch noch ein Projekt, was wir dieses Jahr umsetzen können. Die Straßenausbaubeitragssatzung gehört der Vergangenheit an. Ich hoffe, dass jeder die Weihnachtszeit genießen kann und die gesellschaftlichen Werte mehr denn je unterstützt. Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023. Vor allem wünsche ich mir, dass der Frieden wieder einkehrt. Euer Thorsten Tölk.